Hallo und herzlich willkommen in Kroatien. Naja, genauer gesagt auf den Inseln Cres, Krk, Lošinj und Rab. Mein Name ist Oliver Hörner und ich möchte Ihnen heute vier traumhafte Inseln in der Kvarner Bucht vorstellen. Wir werden römische Geschichte erleben, unberührte Natur, wir werden in Höhlen hinabsteigen, traumhafte Strände sehen, idyllische Ortschaften kennenlernen und natürlich ein bisschen Sport treiben. Na, Lust auf einen Kurzurlaub? Dann folgen Sie mir auf meinen Streifzügen durch die Inselwelt Kroatiens. Krk begrüßt mich mit wuchtigen Festungsmauern. Die Eule als Wappentier. Krk war einst Vorposten der Republik Venedig. Das ist ja toll. Hast du ein Fahrrad für mich mitgebracht? Ja, ich habe extra. Gästeführerin Jasna hat mir ein E-Bike besorgt. Damit kann ich die Insel am besten erkunden. Noch kurz einen Abstecher in die Kathedrale. Errichtet auf den Ruinen von römischen Thermen. Dann fahre ich durch eines der vier alten Stadttore aus Krk heraus. Mein erstes Ziel ist der glagolitische Pfad von Baška. Riesige Steindenkmäler zeigen das alte kroatische Alphabet. Was aussieht wie eine große Pommesgabel, ist der Buchstabe A. Die nahegelegene Kapelle St. Lucia beherbergt das älteste bekannte Schriftzeugnis Kroatiens. Die Tafel von Baška, Anfang des 12. Jahrhunderts. Entdeckt wurde diese Tafel 1851, hier in dieser Krypta. Und sie war etwas zweckentfremdet, denn sie wurde als Grabdecke verwendet. Und jetzt ist sie hier. Vrbnik liegt auf einer 50 Meter hohen Klippe. Unten tost das Meer. Platz ist hier in der historischen Altstadt Mangelware. Vrbnik ist bekannt für seine engen Gassen. Und für seine engste Gasse, nämlich die hier. Da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Hier wurden nämlich die Ehemänner durchgejagt. Und wer hier stecken blieb, der war zu dick und musste abnehmen. Ich hab's geschafft. In den umliegenden Weingärten wächst die Rebsorte Schlachtina, ein leichter, säurebetonter Weißwein. Marinko Vladic von der lokalen Winzergenossenschaft zeigt mir stolz eine Flasche Valomé-Schaumwein. Er reift 4 Jahre im Meer, bei einer konstanten Temperatur von 12 Grad in 30 Meter Tiefe. Jede Flasche ein Unikat, inklusive Muschelbesatz. Weiter im Norden der Insel Krk erwartet mich eine imposante Tropfsteinhöhle. Einheimische entdeckten sie im Jahre 1900. Ich überlege ja die ganze Zeit, was jetzt von unten nach oben wächst. Die Stalaktiten oder die Stalagniten? Naja, auf jeden Fall bin ich mächtig beeindruckt. Den Eingang bewacht seit 16.000 Jahren das Skelett eines Höhlenbären. Die Bucht von Punat steht ganz im Zeichen des Wassersports. Die gleichnamige Marina ist mit 1.400 Liegeplätzen eine der größten Yachthäfen Kroatiens. Unsere Marina ist eigentlich die älteste Marina an der östlichen Küste der Adria. Wir feiern bald 60 Jahre von der Gründung. Und unsere ersten Gäste waren aus Deutschland. Wakeboarding geht natürlich auch ohne Boot. Der benachbarte Wakeboard-Lift lädt zu ungeahnten Luftsprüngen ein. Unterkünfte gibt es in jeder Preisklasse und für jeden Geschmack. Luxuriös mit Wellness und Spa. Oder eher spartanisch für den Naturliebhaber. Downsizing als Upgrade.
Das Restaurant Rivica in Nivice ist die Adresse für exzellenten Fischgenuss. Die Köche von Draschen Lessica sind wahre Gaumenkünstler. Hausgemachte Nudeln mit Hummer sind eine Spezialität. Aber auch Fischcarpaccio, Quarner Scampi, Thunfisch-Sashimi und Austern. Beim Fisch mit jungem Spinat legt der Chef selbst Hand an. Und als Nachtisch wilder Spargel in der süßen Variante mit weißer Schokolade und Nüssen. Mit der Fähre setze ich über auf die Insel Sres. Die Fahrt dauert ca. 30 Minuten. Sres ist flächenmäßig genauso groß wie Kirk. Eine gebirgige Insel. Vom Fährhafen Merak gönne ich mir zum Warmwerden erst einmal eine kleine Bergetappe hoch zum Felsennest Lubenice. Ein urwüchsiges Bergdorf. Wie ein Adlerhorst thront es auf einem Felssporn. Die Häuser sind meist aus demselben Material wie die umliegenden Klippen. Mein Blick wandert 400 Meter senkrecht in die Tiefe zu einer Bucht, wie ich sie nur aus Reiseprospekten kenne. Also, ich habe ja schon viel über Lubenice gehört. Aber wenn ich jetzt so davor stehe und mir das ansehe, das ist wie die Blaue Lagune. Die Bilderbuch-Badebucht von Sveti Ivan, also vom heiligen Johannes, gilt als einer der schönsten Strände weltweit. In einem kleinen Ort ganz in der Nähe soll es das beste Lamm der Insel geben. Wow, das riecht aber gut. Ja. Ist das Lamm? Ja. Okay, und haben Sie nur Lamm oder haben Sie auch andere Sachen? Ja, nur Lamm. Das ist im Backofen, dann machen wir noch paniert und gegrillt. Seit 35 Jahren serviert Antika Kuchika hier oben Lammspezialitäten. Eine feste Institution. Und was ist das jetzt alles für Lamm? Wie haben Sie das jetzt? Dieses Lamm auf der Insel frisst sehr viel von den Kräutern hier. Deswegen ist dieses Fleisch sehr schmackhaft, auch ohne viel Gewürze. Sehr, sehr lecker. Ich bleibe auf den Spuren der Lämmer. Mich zieht es in die Tramuntana. Über eine alte römische Brücke erreiche ich Beli, das einzige noch bewohnte Dorf hier auf diesem Karstplateau. Ich besuche das Rettungszentrum für Gänsegeier. Hier auf den Quarner Inseln nisten die geschützten Vögel direkt über dem Meer in den Felsklippen. Bei den ersten Flügen der jungen Gänsegeier passiert es, dass sie ins Wasser fallen. Im Sommer während der Nistperiode und wenn die Jungen von den Klippen springen, sind wir oft mit den Booten unterwegs, um sie zu retten. Die Gänsegeier können eine Flügelspannweite von bis zu knapp 3 Metern erreichen. Sie sind reine Aasfresser und halten Ausschau nach Kadavern von Schafen, die hier auf der Insel weiden. Der Hafen von Sres. Ein guter Ausgangspunkt für eine Bootstour. Einige entlegene Buchten sind nur von der Meeresseite erreichbar. An den einsamen Stränden sind Ruhe und Erholung garantiert. Walloon ist ein verträumtes Fischerdörfchen. Ivan erwartet mich schon. Grüß dich, Ivan. Hallo. Hi. Alles gut? Alles gut. Hast du einen Platz für mich? Ja, vielleicht hier. So. Sehr gut, danke. Wir haben uns viel zu erzählen und bei einem Glas Weißwein vergeht die Zeit wie im Flug. Okay, auf dein Boot. Ich will mich erst einmal stärken. Ivan hat Nudeln mit Quarner Scampi vorbereitet. Sehr zart und aromatisch.
Bei Osor verläuft dieser künstliche Kanal aus römischer Zeit. Zweimal am Tag für eine Stunde passieren Boote unter dem Jubel der Umstehenden den Engpass. Ansonsten überspannt eine Drehbrücke den Kanal, über die Fahrzeuge und Passanten die Schwesterinsel Lojin erreichen. Mit mehr als 200 Sonnentagen im Jahr ist die blumen- und pinienreiche Insel Lojin eine der sonnigsten Plätze Europas. In den 1890ern entdeckten Adlige aus Österreich-Ungarn die Insel als Urlaubsziel und als Kurort für Atemwegserkrankungen und Allergien. Von dieser frühen Blütezeit zeugen noch heute zahlreiche Villen und Sommerhäuser. Die Gewässer eignen sich ideal zur Delfinbeobachtung. Hier befindet sich ein Schutzgebiet für rund 200 Tümmler. Delfine schlafen nie. Eine Gehirnhälfte ist stets aktiv. Die andere Seite von dem Hirn mit gegenseitigen Augen. Die ruht dann aus? Ja, und jede 6 bis 8 Stunden tun sich die Seiten ja wechseln. Die Seite, die geschlafen hat, ist jetzt wach und umgekehrt. Und so verbringen die etwa 8 Stunden. Und die sind ständig in Bewegung, also ständig. Und erst nach einem Jahr ernähren sich die Kälber mit Fisch. Versuchen mit Fisch. Da auch, da. Da! Sich zu, überall. Das ist ja unglaublich. Und da ist ein ganz kleiner da vorne. Ja, er versucht selber zu reisen. Ja, ich kann das, Mama. Da! Du musst mich ja nicht stoßen. Ja, genau. Ich will mich mehr bewegen. Deshalb habe ich einen Wandertag eingeschoben. Ich möchte hoch hinaus. Der Osorzitschka ruft. Ein typisches Karstgebirge aus Kalkstein. Nach schlappen 560 Höhenmetern habe ich den Gipfel erklommen. Ist das schön. Das hat sich gelohnt. Ein grandioser Weitblick über den Archipel entschädigt mich für die Strapazen in der Etappe. Im Kirchlein des heiligen Nikolaus soll ein Gipfelbuch ausliegen, habe ich gehört. Ah, da links, ich habe es gefunden. Es ist aber eher ein Gästebuch für die Kapelle, in das ich mich natürlich eintrage. Dann mache ich mich wieder an den Abstieg. Hauptort der Insel ist Malilojin, im 19. Jahrhundert hinter Triest der zweitwichtigste Hafen an der Adria, Zentrum des Segelschiffbaus. Heute dümpeln ein paar historische Segler im pittoresken Hafen. Dieses Museum ist einzigartig. Lediglich für ein einziges Kunstwerk errichtet. Entdeckt 1997 von einem Touristen, hier ganz in der Nähe, in einer Tiefe von 45 Metern. Die Bronzestatue eines griechischen Athleten. Ich bin total beeindruckt. 2000 Jahre auf dem Meeresboden im Sand versteckt und jetzt steht er hier. Unglaublich. Im Hafen liegt die Nereschinaz, restauriert mit viel Liebe zum Detail, wie die Fender aus Tauwerk zeigen.
Wer rastet, der rostet, sagen sich die Freunde des zweimastigen Top-Segelschoners und brechen zuweilen zu einem kleinen Turn auf. Solche Segelfrachter liefen hier Ende des 19. Jahrhunderts vom Stapel und konnten bis zu 220 Tonnen Ladung befördern. Am Abend kehren wir wohlbehalten in den Hafen zurück. Und ich darf, so will es kroatischer Brauch, dann auch standesgemäß mit einem Piratensäbel mitgebrachte Kunstwerke aus Krokant in mundgerechte Happen zerkleinern. Ich fahre hinüber auf die Insel Raab. Der gleichnamige Ort beeindruckt mit seiner wehrhaften Stadtmauer. Die Römer nannten ihn Felix Arba, das glückliche Arba, was so viel wie üppig und grün bedeutet. Bis Ende des 18. Jahrhunderts gehörte auch Raab zur Republik Venedig. Ich wandere heute auf den Kamenjak. Mir fallen sofort die Steinpyramiden auf. Früher eine Art Wegmarkierung in unübersichtlichem Gelände. Heutzutage betätigen sich zuweilen Touristen als Baumeister. Zahlreiche Trockenmauern durchkreuzen das karstige Hochplateau. Auf der Halbinsel Kalifront im Westen dehnt sich das Waldreservat Dundo aus. Einer der letzten großen Steineichenwälder des Mittelmeerraums. Überhaupt ist Raab zur Hälfte von Wäldern bedeckt. Und das Beste? Kalifront ist komplett autofrei. Überreste von mittelalterlichen Kirchen weisen auf frühere Siedlungen hin. Alle verschwunden. Lopa im Norden von Raab ist ein beliebter Badeort. Der längste und bekannteste Sandstrand, Paradise Beach. Ausgezeichnet mit der blauen Flagge, einem internationalen Gütesiegel für nachhaltigen Tourismus. Ein traditionelles kroatisches Eintopfgericht ist Oktopus in Peka. Das ist so ungefähr 5 Kilo Oktopus. Also das ist junge Kartoffel von April jetzt, Mai. Ja. Und auch ein bisschen Salz. Oktopus in Peka heißt wörtlich übersetzt Oktopus unter der Haube. Ich kann Ihnen sagen, wir haben das ausgewachsene Exemplar gut unter die Haube gebracht. Igor hat zuvor noch homöopathische Dosen von Olivenöl, Pfeffer, Knoblauch und Rotwein dazugegeben. 2 Stunden in der Glut brutzelt der Pulpo nun vor sich hin. Dann wird das Geheimnis gelüftet. Wohlriechend und lecker aussehend. Schmeckt wirklich sehr gut. Danke dir. Der Schutzpatron der Insel Raab ist der heilige Christophorus. Ihm zu Ehren finden alljährlich Ritterspiele statt. Mit dabei Armbrustschützen. Die nachgebauten historischen Waffen sind so unhandlich, dass sie zum Abschießen der Pfeile auf einer Vorrichtung platziert werden müssen. Jetzt noch zielen, Atem anhalten und Schuss. Ich darf dann auch mal bei den Großen mitspielen. Und nach einer gründlichen Instruktion in Waffenkunde und Ballistik kann ich es kaum erwarten, den Abzug zu betätigen. Tja. Das ist der Originalschuss. Und das ist meiner. Aber immerhin habe ich das Holz getroffen. Wenn man die Insel Raab besucht, darf eines nicht fehlen.
nämlich die Rabertorte. Und die machen wir heute. Schalen von Zitronen und Orangen verleihen dem Naschwerk eine besondere Note. Das ist Likör Maraschino. Das ist Destillat Kirsche. Mhm. Ja, diese weniger, nichts viel. Okay. Naja, wenig. Noch ein Zwei Tässchen. Einer Legende nach sollen Benediktinernonnen im 12. Jahrhundert für den Besuch eines Papstes das Rezept kreiert haben. Die Form der Rabertorte gleicht einer gezackten Schnecke und soll an den oberen Teil des päpstlichen Hirtenstabs erinnern. Jetzt ist er fertig. Schick. Sehr gut. Danke. Ja, es wird Zeit, in den Heimathafen zurückzukehren. Ich habe in den letzten Tagen viel erlebt. Ich bin in die Geschichte eingetaucht, habe idyllische Ortschaften gesehen, war an wunderschönen Stränden, habe gut gegessen und getrunken und einige Kalorien beim Fahrradfahren abtrainiert. Aber das Wichtigste ist, ich habe herzliche und gastfreundliche Menschen kennengelernt. Also für mich das absolute Urlaubstraumziel. Vielleicht für Sie auch. Und vielleicht sehen wir uns hier. Bis dahin, alles Gute, Ihr Oliver Hörner.